wissen ja, das Schutzhaus ist wie mein zweites Zuhause. Oder eigentlich mein erstes Zuhause. Jesus! Also, das ist ja eine Frechheit! Herr Pfarrer, regen Sie ihnen nicht auf, das kommt davon, wenn man mehr Schweinshaxen neues Hostier isst. Gehen. Er kommt! Jetzt ist es eh zu spät. Bitte, womit habe ich das verdient? Vielleicht wäre eine Beichte wieder einmal nötig. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich so schön begrüßt. Also dieser Bart ist nicht auszuhalten. Der juckt schon so sehr. Kratzen, waschen oder dran gewöhnen. Jakob, du hättest ihn doch entlausen sollen. Na, sie schauen ohne Bart wesentlich besser aus. Sie ohne Schürze auch. Also der Tafelspitz ist ein Wahnsinn. Ich habe sie wirklich für den Kaiser gehalten. So nah bin ich vor ihnen gestanden und hab's nicht bemerkt. Es ist mir genauso gegangen. Um Kaiser zu sein, braucht es gar nicht mal so viel. Hält man Regeln ein, dann ist es ein Kinderspiel. Du brauchst keinen Hofstaat und auch keine Kutsche. Nur einen Bart und der sollt nicht verrutschen. Muss distanziert sein und auch einmal zerstreut. Sag's mir, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Verzichtest auf jeglichen Witz und isst nur Tafelspitz. Willst du ein guter Gauner sein, dann halte diese Regeln ein, weil jeder gute Scharlatan befolgt genau nur diesen Plan. Sag möglichst willig, sei recht still, weil meist der andere reden will. Wenn du doch was sagen musst, halte dich ganz knapp, halte dich ganz knapp. Es umgibt man unbewusst dir die größte Lüge ab. Bleib's einfach da. Gerne. Und werden Sie uns jetzt verraten? Na geh, bitte. Wegen dem bisschen Schwindelei. Ich werde sie nicht verraten. Ein bisschen schwindeln darf man schon, da ist doch nichts dabei. Man wird kein schlechter Mensch davon, nein, man wird erst so richtig frei. Ein bisschen schwindeln darf man schon, das bringt auch Sympathie. Ein bisschen schwindeln darf man schon, doch richtig lieb. Das Geld werde gern ich aufbringen und Ihnen hier aus der Patsche helfen. Was sollen das kosten? Nur 3.000 Gulden. 3.000 Gulden? Das ist schon eine Menge Holz, aber naja, ich werde es natürlich gern aufbringen. Was? Sie wollen mir das Geld zur Verfügung stellen? Nee, mein Püppchen. Ich werde das Ding hier selbst übernehmen, bisschen Effizienz hier reinbringen, raus mit all dem muffigen Zeug hier und stattdessen nur noch pflegeleichtes Kunststoffmobiliar. Und zum Essen gibt es Labskaus und Strammer Max. Und natürlich guten deutschen Kaffee. Was, Sie wollen das Schutzhaus übernehmen? Irgendjemand muss ja hier Kultur in dieses runtergekommene Dorf bringen, ne? Einer meiner Freunde hielt das für Romantik. Morgens war er schweigsam, abends war er grantig. Hat nie etwas Liebes je für mich gemacht. Nicht einmal Blumen mir gebracht. Ach, sei nur froh, dass es so war. Ich sag dir jetzt mal was. Ich war da viel, viel besser dran. Und das war gar kein Spaß. Einer meiner Freunde schenkte mir Narzissen. Doch sie waren aus meinem Garten abgerissen. Er
er war so romantisch, das war richtig lieb. Doch bei Licht betrachtet war er nur ein Dieb. Warum, 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 warum sind alle Männer so? Warum, 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 warum sind alle Männer so? So unaussprechlich, oberflächlich, schwächlich und zerbrechlich und so unbeschreiblich dumm, so unbeschreiblich dumm. Was darf sein? Ich will einen Kaffee. Haben wir nicht. Wie? Kein Kaffee? Wir haben einen Mokka, groß und klein, eine Melange, einen Einspänner, großer Brauner, kleiner Brauner, Milchkaffee im Heferl oder im Kanderl, einen verlängerten, gerne auch extra lang, den gibt's in schwarz und in braun und auf Wunsch mit einem Hauberl Schlagobers, einen überstürzten Neumann, einen Cappuccino und weil ich heute gnädig bin, können sogar einen Obermeier haben. Ein Obermeier? Ein großer Schwarzer. Will ich nicht. Ich will einen Kaffee. Also, die Kulinarik in diesem Land ist eine einzige Katastrophe, ne? Natürlich. Ich hätt's wissen müssen. Da kommt einer ganz ohne Gepäck, feinste Kleider, schmeißt mit seinem Geld um sich. Natürlich will der mein Schutzhaus kaufen. Ja, aber werter Herr, so einfach geht das nicht, ja? Und wenn Sie noch so reich sind, auch Sie müssen beim Gemeinderat vorstellig werden. Und der wird dann entscheiden, ob Sie mein Schutzhaus mir wegkaufen dürfen. Unsere Amtsstunden Montag und Mittwoch von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Aber Vorsicht, an den beiden Tagen ist die Mittagspause vorgezogen. Ganz genau. Na dann raus mit Ihnen! Und dann einen ordentlichen Witz erzählen, das können die hier nicht. Da fehlt Ihnen die Kultur für, ja, da fehlt euch die Kultur für. Wer so einen Schmäh für witzig hält, der ist nicht ganz bei sich. Da fehlt dem ganzen Lande die Kultur für. Da habt ihr keine Ahnung von, das ist ja lächerlich. Das wird aber jetzt schon langsam unverschämt. Spaß verstehen Sie auch keinen. Da fehlt dem Volke allerhand von Bett bis aus dem Hall. Da fehlt den Österreichern die Kultur. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, ohne dabei mit irgendjemandem reden zu müssen, dann verspreche ich Ihnen, alles zu tun, damit Sie Ihr Schutzhaus bekommen. Ich werde Sie beim Wort nehmen. In unserem Jägerverein kann jedermann Jägerlatein. Der allerschönste Klang ist unser Weißgesang. In unserem Jägerverein kann jedermann Jägerlatein. Der Jagdfrau und ihr in unserem Revier. Sagen Sie, warum wollen Sie das Schutzhaus übernehmen? Ich meine, Sie sind ja nicht einmal von hier. Ganz genau. Und Sie haben auch nicht vor, länger zu bleiben, oder? Ganz genau. Ja, warum wollen Sie dann das Schutzhaus übernehmen? Sie können mir diese Frage nicht beantworten. Ganz genau. Okay, das muss ich sofort der Liselle erzählen. Nun geben Sie mir Ihre Wehrzeugen her, das dient Ihrer Sicherheit noch mal viel mehr. Ich pass gut drauf auf und lass gar nichts verschwinden, da müssen Sie gar keine Sorgen empfinden. Geben Sie alles von Wert hier hinein, dort wird es ganz sicher in Sicherheit sein. Dort wird es in Sicherheit sein, drum geben Sie es hinein. So, was machen wir jetzt mit dem Schutzhaus? Die Liselle hat kein Geld, der Biefke keinen Geschmack. Und der Graf da, der interessiert scheint, bringt keinen geraden Satz raus. Bitte, wem soll der Kaiser morgen den Schlüssel übergeben? Naja, die Frage ist, ob wir den Schlüssel überhaupt übergeben sollen. Bitte, wieso das denn? Naja, weil ja angeblich ein Betrüger herumläuft, nicht wahr? Ein Betrüger? Ja. Das habe ich auch schon gehört. Solange der Betrüger unterwegs ist, können wir das Schutzhaus unter keinen Umständen vergeben. Bitte, früher lass ich das lieber verraten, als dass ein Gauner mit seinen schmutzigen Geschäften das Dorf besudelt. Ja? Solange der Betrüger nicht entlarvt ist, kriegt niemand das Schutzhaus. Na, bevor die irgendeinen Beweis finden, geht vorher noch die Monarchie zugrund. Mach dich nicht lächerlich, Liselle. Die Monarchie wird ewig halten. Manchmal hilft ein Lied, heute fängt mein Leben an. Ja, mir hilft ein Lied, ich fühl mich neu geboren. Der Graf
ein liebenswerter Adeliger mit Sprachdefizit. Wenn ihr den Gemeinderat davon überzeugen könnt, dass der Piefke der Betrüger ist, dann geben sie den Schlüssel frei und der Piefke ist gleichzeitig aus dem Spiel. Es ist ganz leicht, wie ein Wiener zu klingen. Nur zwei Phrasen, die muss man durchdringen. Die eine ist traurig, die andere froh. Und diese zwei Phrasen, ja, die klingen so. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na, das wird nicht einfach, der hört nicht recht hin. Er versteht kein Wort hier und auch keinen Sinn. Doch ist für den Schüler die Aufgabe schwer, so ehrt der Erfolg seinen Lehrer noch mehr. Als Wiener will man das Leben genießen und drum lässt man die Sprache schön fließen. Entspannt und gelassen wird dieses erreicht. Drum klingt, was man sagt, immer lustvoll und leicht. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na geh, na schau. Na, das kann was werden, der hat kein Gespür. Er ist heute Piefke und kann nichts dafür. Ich muss mich beruhigen und weiter probieren. Ich prügel es ihm mit Gefühl in sein Hirn. Sie müssen lieben und Lust in sich spüren. So als wollten sie mich gern verführen. Ich gebe Ihnen eine Chance. Moderieren Sie mir heute die Tombola und sorgen Sie für Begeisterung bei den Leuten. Na, dann können wir weiterreden. Fünfter Preis. Akrabal. Akrabal. Die Bloßnummer 43. Ja, das bin ich. Die Mama. Die Mission Akrabal kriegt Juhu, Juhu, Hurra. Ah, hätte sie so eine Tombola zum Glück so eine Preise da. Vierter Preis. Schnapsal. Losnummer 87. Das bin ich. Der Kalio, der Schnapsal, kriegt Juhu, Juhu, Hurra. Erhebt sie so eine Tombola, zum Glück so eine Preise da. Gesponsert von der Reitschule Reitner. Ein Jahresvorrat an Pferdeäpfeln. Das ist aber nicht euer Ernst. Pferdekacke? Bei uns in Deutschland, da wäre der Preis wohl mindestens ein Pferd, das hier die Kacke reicht, den finde ich echt verkehrt. Damit ihr's wisst, das ist im wahrsten Wortsinn Mist. Wo bin ich hier gelandet bloß? Was ist denn mit euch los? Sie sind ja gar kein Wiener. Jetzt ist alles klar. Na, Sie sind der Betrüger. Das ist wahr. Der Herr ist kein Betrüger. Nein, nein. Wurde das Opfer eines Betrugs. Es wurde ein Komplott gegen ihn geschmiedet und ausgeführt. Ein hinterhältiger Betrug. Ja, aber bitte, wer ist denn dann der Betrüger? Wenn wir keinen Betrüger haben, müssen wir das Schutzhaus schließen. Majestät? Es hat mich... Ja gut, also wenn das so ist, dann muss der Gemeinderat beschließen, das Schutzhaus zuzusperren. Bevor der Schlüssel in die Hände eines Betrügers kommt, gibt's halt gar kein Schutzhaus. Ich war's. Ich bin die Betrügerin. Ich habe veranlasst, dass dieser Herr sich als Wiener ausgibt, in dem Wissen, dass er es nicht schaffen kann. Ich wollte ihn in Ungnade bringen, weil ich Angst hatte, dass er mir das Schutzhaus wegnimmt. Und jetzt... habe ich es mir selbst weggenommen. Das geschieht mir recht. Ja, wenn das so ist, dann kriegt der Piefke das Schutzhaus. Ah! Herr Piefke, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und Dankeschön, Majestät.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Wenn ich das Schutzhaus nicht habe, dann brauche ich auch kein Großwachterskirchen. Und wo willst du jetzt hin? In die Stadt. Na geh, da passt du doch gar nicht hin. Na, ich passe überhaupt nirgends hin, außer ins Schutzhaus. Aber ins Schutzhaus vom Piefke passe ich schon gar nicht. Lisel, nein, ich kann dich doch so nicht gehen lassen. Es tut mir leid, dass alles so schief gegangen ist. Mir tut das auch leid. Ich möchte dir helfen. Ich wollte dir immer helfen. Also davon habe ich bisher herzlich wenig sehen können. Ich weiß, aber ab jetzt will ich alles für dich tun. Du musst verstehen. Mein ganzes Leben hat man mir gesagt, du bist nicht willkommen, nicht gefragt. Du musst größer, berühmter und besser sein, musst Feldherrminister, Professor sein. Ich wollte anders sein, ließ auf Betrug mich ein. Für dich könnt ich ehrlich sein, möcht für dich unentbehrlich sein. Nur die Wahrheit sei mein Geleit, du bringst mich so weit. Vor dir zeig ich mein Gesicht, bleib ehrlich und lüge nicht. Was ich tue und was ich bin, leg ich dir hin. Es ist zu spät. Du hattest am Ball die Gelegenheit gehabt, ehrlich zu sein, und offensichtlich hast du dich dagegen entschieden. Mein Papa. Und was schreibt er? Freut er sich? Du, wenn der gerade am Kaiserhof zu Gast ist, dann steht er dann gut mit dem Kaiser? Können wir dann vielleicht im Schloss heiraten? Das war immer schon mein Traum. Wie eine Prinzessin in einer Kutsche vorfahren und dann fliegen die weißen Tauben in die Luft und der Kaiser Sie winkt mir zu. Sie enterben mich. Wie bitte, was? Meine Eltern, sie enterben mich. Dass du uns und den unseren ab sofort nicht mehr willkommen bist, brauche ich dir ja nicht extra zu erläutern. Sind die wahnsinnig? Nein, adelig. Bleibe hier und hilf mir, mich zu befreien. Mein ganzes Leben lang sehne ich mich danach, frei und unbeschwert zu leben. Du erfüllst mir meinen größten Wunsch. Und der wäre? Ich wollte immer schon arm sein, das war schon als Knabe mein Traum. Denn wer viel Geld hat, der kennt wahre Freiheit wohl kaum. Möbel verrücken und Möbel verrücken, das darf man als Adliger nie. Barfuß spazieren, die Eltern segieren, verbietet Aristokratie. Ich wollte immer schon arm sein, nun ist so weit. Ach, wie schön, endlich ist es so weit. Ich wollte immer schon reich sein, doch der Traum ist vorbei. Denn wer kein Geld hat, der fühlt sich doch nie wirklich frei. Heut macht sich jeder schick, tanzt zu der Tanzmusik. Heute sind wir alle gleich, ganz egal ob arm oder reich. Wir bringen jung und alt bis auf der letzte Leid. Und heute alle nichts mehr aus, tragen wir ihn nach Haus. Weil es unverbindlich ist, tanzt man bis zum Schwindlig ist. Weil es unverbindlich ist, tanzt man bis zum Schwindlig ist. Will ich aber nicht zu viel, weil das weiß der Bauch nicht will. Heut
bleibt hier, doch ist so erfreut. Ja, es ist ein Riesenspaß, weil er gibt viel Maß. Hier, doch ist so erhitzt, wie auch gleich los geht jetzt. Da schon sind wir jetzt an, und die Gläser zahn. Unserer feierlichen Schlüsselübergabe hat sich Ihre Majestät, die Kaiserin Sissi, entschieden, bei uns in Großwamperskirchen zu erscheinen. Ja, die Kaiserin! Das ist eine Katastrophe! Seine Majestät freut sich erbärmlich auf die werte Gattin. Die letzten 100 Jahre war niemand Sondra da, der Kaiser nicht genauso wenig seine Frau. Wir sind da nicht so groß, drum ist bei uns nichts los, nicht Gold und Silber glänzend, sondern eher grau. Doch fängt es einmal an, dann geht es schnell voran, das merkt man heute wirklich ganz genau. Ganz genau. Kommt erst einmal der Kaiser gern, dann ist die Kaiserin nicht dran. Jetzt ist es gleich so weit, wir sind auch schon bereit. Da ist sie, dies ist sie, wer hätte das gedacht? Da ist sie, dies ist sie, und wie sie freundlich lacht. Jetzt ist doch der Kaiser bei uns nicht mehr allein. Der wird sich aber freuen, der wird sich aber freuen. Denn besser als allein regiert es sich zu zweit. Majestät? Ja, bitte? Ich kann das nicht. Na, geh, was denn? Ich kann das Schutzhaus nicht übernehmen. Na, sowas. Warum denn nicht? Die Ehre wäre zu groß. Na, das ist aber schade. Da kann man wohl nichts machen. Gibt es denn sonst niemanden, der das Schutzhaus übernehmen könnte? Na ja, Majestät, es gäbe da schon noch jemanden. Nein! Oh ja, unsere Liselle, die ist seit Jahren die gute Seele von unserem Schutzhaus, aber... Aber? Na ja, die hat halt kein Geld. Na geh, das ist doch furchtbar. Jetzt würde die Liselle das Schutzhaus bekommen, aber wir haben halt immer noch kein Geld zur Renovierung. Wo sollen wir denn 3000 Gulden hernehmen? Was, 3000 Gulden? Das ist alles? Das ist ja geradezu lächerlich. Naja, so viel habe ich gerade noch in der Jackentasche. Die kann ich euch gerne geben. Du hast 3000 Gulden in der Jackentasche? Bist du wahnsinnig und mir sagst du, du hättest nichts mehr? Naja, außer den paar Groschen, die ich halt hier in der Jackentasche habe. Aber die brauche ich nicht mehr. Die gebe ich gerne dem Fräulein Liselle. Na, dann ist ja alles wunderbar. Ja, aber da müssen wir die Liselle zuerst überreden, zu uns wieder zurückzukommen. Was? Wer will mich dazu irgendwas überreden? Gott sei Dank! Du bist wieder da! Naja, die Stadt ist nichts für mich. Liselle! Majestät, wollten Sie vielleicht etwas sagen? Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Oh, bravo! Oh, bravo! Das muss gefeiert werden! Eine Runde auf mich! Ja, bitte! Eine schöne Schicht.
Sympathie. Ein bisschen schwindeln, das darf gelegentlich schon.